schau mir jetzt deinen Schwanz ab. Dein Stachel, nicht dein Schwanz. Das hat sogar funktioniert. Wie geil ist das denn? Juhu, wir sind der König des Dingsbums. Strommasten. Da war wieder was. Wie geil, wie geil, wie geil. Der ist kaputt. Ja, der ist kaputt. Und da hinten ist irgendein anderes Vieh, was es kaputt gemacht hat, beziehungsweise ihn. Nee, es. Ein Army-Roboter. Protektron. Ja, nehmen wir mal alles mit, auch wenn es schwer ist. Eine schwere Last, aber das sind wir ja gewöhnt. Wir sind der Rächer des Ödlands. Rächer. Ich mag auch gerolltes R, was mir heute alles so auffällt. Ist ja unglaublich. Ist ja total interessant. Kakerlaken. Bäh. Ich stehe ja jetzt voll unter Strom. Okay. Genug gespielt. Nuka-Cola Quantum brauchen wir immer. Hier habe ich auch stundenlang... Ja, was heißt stundenlang? Ich habe ein paar Minuten lang gesucht. Was ist hier versteckt? Ja, natürlich habe ich nicht die jetzt mit der Aussage gemeint. Ich habe wirklich erstmal herausgesucht, muss ich wirklich hier rein? Ich bin wahrscheinlich 10-mal raus und reingegangen, um zu gucken, ob der Kompass wirklich dieses Haus hier meint. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Gewehrschrank. Wieso legt man in den Gewehrschrank eine Pistole rein? Ich bin wirklich verzweifelt hier drinnen hin und her gelaufen. Ich habe zwar dieses Ding hier gesehen, aber ich habe hier mit einem Schalter gerechnet. Aber der Schalter ist hier hinten. Und das hat mich ziemlich verwirrt damals. Okay, anderes Thema. Hallo Maulwurfsratte. Du bist Matsch. Wir hätten auch das Ding in die Luft jagen können, glaube ich. Ich gehe mal lieber in sichere Entfernung. Ich will jetzt gucken, ob man das Ding echt in die Luft jagen kann oder ob ich das mit einem anderen Spiel verwechsel. Okay, Granate, 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 Splittergranate, genau, mit S. Schön hier nebenwerfen. Peng. Jupp, es geht tatsächlich. Hat mir jetzt nicht sehr viel gebracht. Oh Gott, die Herzen haben nachgelassen. Was machst du jetzt? Jetzt hätte ich gerne die Granate. Hallo. Hallo. Blablabla, tot. Okay, wir gehen jetzt in die World 112. Interessant versteckt in einer Tankstelle. Das hat die Firma echt prima gemacht, oder? Ich meine, der Tankwart hat bestimmt Geld dafür. Also ich kann es mir vorstellen. Okay, unsere Energie ist angeschlagen. Was soll's? Wir gehen in die World. Und was befindet sich hinter Tor 112? Das sehen wir in der nächsten Folge, denn das war's für heute von Let's Play Fallout 3. Nee, langsam ist der Witz nicht mehr lustig. Der war's noch nie. Bla. Ich wollte schon sagen. Und weg. Juhu, juhu, juhu. Ja, das muss jetzt sein. Da hatte ich einfach Lust zu. Willkommen in Ward 112, Einwohner. Laut der Sensoren sind Sie 202,3 Jahre zu spät angekommen. Bitte ziehen Sie wieder Ihren von Ward Tech ausgegebenen Ward Overall an. Wenn Sie Ihren Overall verlegt haben, darf ich einen neuen ausgeben. Bitte gehen Sie, sobald Sie angezogen sind, die Treppe hinunter auf die Hauptebene, um in Ihrem zugewiesenen Tranquility-Sessel Platz zu nehmen. Bitte im Tranquility-Sessel Platz nehmen. Okay, ich habe noch nie probiert, ob wir ihn wirklich anziehen müssen. Ich werde einfach mal so losgehen, weil ich habe keinen Bock jetzt, mich extra umzuziehen. Öffnen. Unser jetziges Design, Outfit, gefällt mir sowieso viel besser. Und wir können wieder schräg gehen. Boah, das ist so geil. Das kann nur ich. So, und ja. Wir sollen jetzt in so einen Sessel einsteigen. Wir kennen diese Apparate ja schon. Dazu müssen wir uns erstmal einen leeren Sessel suchen. Hier ist irgend so ein Schmock drin. Hier ist noch irgend so ein Schmock drin. Hier ist frei. Hallo?
Geh auf! Nur Ansässige in Wol... Ich habe es doch irgendwie gewusst. Irgendwas ist da. Okay. Du bist mir ungeheuer. Verzieh dich. So. Aktivieren. Hallo? Jetzt aktivier schon. Was sollte das denn jetzt? Geil. Geil, Fernsehen gucken, voll abgeschottet von den anderen, krass. Tranquility Lane Simulation wird geladen. Bitte warten. Okay. Desinfiziere nicht mehr aktiv? Okay, das ist gut. Das ist wirklich gut, aber... Egal. Erstmal Sprache. Sprache ist wichtig für die Story. Hallo. Neue Fähigkeiten. Computer Genie. Scheitert ein Hackversuch und wird Ihnen der Zugriff auf einen Computer gesperrt? Mit diesen Extra können Sie erneut versuchen, jeden Computer zu hacken, bei dem Sie zuvor Zugriff, bei dem zuvor der Zugriff gesperrt wurde. Brauchen wir nicht. Medikamentenresistent, brauchen wir nicht. Action Boy, brauchen wir nicht, bla. Apotheker. Cyborg. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Ich meine, hier und jetzt könnten wir jetzt mal nehmen, oder? Normalerweise lohnt sich das erst, desto später man ist, aber... ich gucke einfach mal, was wir hier so kriegen. Ich will es auf jeden Fall machen, wenn wir Tierfreund haben können. Denn dann lohnt sich das. Dazu Charisma fehlt. Verdammt, Charisma fehlt. Okay, wir müssen. Intensives Training. Charisma. Haha. Warten wir halt bis zum nächsten Level ab. Okay. Ja. Hallo, schöner Tag heute, nicht wahr? Du solltest mit Betty sprechen. Sie wartet drüben am Spielplatz auf dich. Viel Spaß. Okay, vielen Dank. Ich habe nämlich gerade ein wenig den Faden verloren. Leute, ja, wir haben die 17 Minuten erreicht. Ich würde sagen, das war's für heute und... George, habe ich dir nicht... Wo ist mein Pip-Boy? Oh mein Gott. Ja, das war's für heute von Let's Play Fallout 3.